Also hier würde ich dann den Platz lassen für so ein 3x3-Beet. Und vielleicht ein und dann nochmal einen Block freilassen und dann nochmal ein 3x3-Beet da hinten irgendwo. Und das gleiche dann praktisch in die Ebene versetzt, eins nochmal mit drei Platz oder drei, ne, drei, zwei genügen eigentlich. Ja, okay. Wir haben jetzt praktisch, ja, das ist eigentlich schon eins zu weit gebaut. Ja. Nimm doch die Deko-Kanone und mach einen Weg hin. Nee. Nee, okay. Also das wäre einmal hier den Weg. Genau. Den Weg machst du 3x3, weil das geht sich sonst anders von der Symmetrie-Scheiße aus. Okay, das Symmetrie-Scheiße. Das ist praktisch einmal quer die komplette Länge nach der Weg und die und hier an packst du das erste 3x3, also das, die ersten 9 Pflanzbeete. Noch hier einen Weg am Rand entlang machen, ne? Nee, hier am Rand würde ich keinen Weg lassen. Den Weg erst dann praktisch mittig zwischen den Pflanzbeeten. Ah, okay. Mit zwei Blöcken breit. Verstehst du, wie ich es meine? Ja. Okay. 3x3 die Felder, ne? 3x3. 9. Das ist nämlich das Maximum, was die Lampen ausleuchten. Ja. Hoppala. Dann haben wir die Lampen. Die denkt sich nur so, lächeln und winken. Ja, lächeln, genau. Und winken. Ich hab dir gleich mal die restlichen Stahlblöcke gedroppt hier. Hast du einfach so gedroppt? Einfach so, da. Soll ich da schon mal die Pflanzenbeete draufhauen, wo du... Du kannst oben die Pflanzenbeete schon mal hin platzieren, genau. Ja. Na gut, das sind jetzt 3x3, da muss also ich von unten hin... baue mich mal... Ach so, na toll, jetzt habe ich, Swift dir alle Stahlblöcke gegeben und brauche selbst auch welche. Na toll. Ja, das ist, So, jetzt weißt du zumindest, wie du ungefähr bauen musst, Schätze, ne? Ja, ich hab jetzt so ungefähr den Wahnsinn verstanden, ja? Ja, genau. Aber das ist gut so, ich mag deinen Wahnsinn, der passt zu meinem Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Wahnsinnig, wahnsinnig. Er ist schon nicht. Nein, Wahnsinn. Hab ich so. Ach, Herr doch. Gott! Wenn du doch. Einmal so viel. Nein, doch! Oh. Aha, so. Dann habe ich hier noch ein paar Stahlblöcke und dann werden wir mal was Schönes hinzaubern. It's magic. Weil es hieß ja irgendwas, dass hier auch mal Schwerkraft oder sowas oder so Gedöns eingeführt wird. Das ist so Physik. Und wenn wir jetzt keine Stempel hier hinbauen, dann kracht das Ding irgendwann zusammen. Ich liebe Physik. Schmeckt gut so Ketchup und Mayo. Was? Und ich kümmere mich dann mal hier draußen um die Landeplattform für unsere Schiffe. Ich baue mich noch ein bisschen auf, weil ich habe gar nichts. Du hast gar nichts? Nee, nee, ja, dann sag doch was, dann kann ich dir Waffen bauen. Als null. Ach so, ja. Ich habe nichts. Den Weg zwischen den Beeten 2x oder 3x3? 2x müsste genügen eigentlich. Alles klar. 3x5, was? So, Ronny, du darfst auswählen. Sturmgewehr, Scharfschützengewehr oder Schrotflinte? Am besten alles zusammen. Okay, ja, also eine Pistole, ein Sturmgewehr. Sturmgewehr. Das kostet nichts. Die Scheiße kostet nichts. Willst du ein Schrotflinte oder Scharfschützengewehr? Zusätzlich. Im ewigen Kram. Ich würde die Schrotflinte nehmen für Nahkampf. Ja. Ja. Gut. Oh, schön, Flakgeschütze im Sonnenaufgang, ja. Dann braucht er auch mit Sicherheit so ein Multifunktionsgerät. Multifunktionsgerät. Und dann muss ich noch ein bisschen Mona machen. Zeig mir das an, wo die Toilette ist. Ja, Multifunktionsgerät. Ja, genau. Da. Jetzt ist halt dann die Frage. Symmetriekacke, ja, das stimmt. Symmetrie ist ein Fluch. Aber es sieht scheiße aus, wenn es nicht symmetrisch ist. Das stimmt. Das sieht braun aus. Genau, und da würde ich dann noch praktisch noch eins weiter rumbauen für die Wand. Und dann passt das. Größer dann nicht mehr. Okay, also 2 Beete reicht. Ne, 4 Beete, 4 Beete. Wie 4 Beete? Naja, hier machst du praktisch noch eine, genau, eins ran, da kommt die Wand drauf. Da wie Wand? Genau. Oder ich würde das Pflanzhaus, glaube ich, gar nicht mit normalen Wänden machen, sondern mit nur aus Glasblöcken. Ja gut, zwecks Angriff oder so, aber ich meine, das passt, ne? Ja, wir haben, genau, und die nächsten Blöcke dann praktisch nach wir haben noch ein paar von diesen Süden verlagern. Noch weiter raus. Nach Süden.
Süden, wo ist Süden? Oder nach Süden, nach weiter darüber, da wo du jetzt hinguckst. Genau, da in die Richtung rüber. Da die nächsten zwei und mit vier Pflanzbeeten kommen wir dann, glaube ich, fürs erste Mal hin. Danach, wo du jetzt hinguckst. Also ich habe ein super Deutsch heute drauf. Ja, genau. Aber es war nie besser. Du sprechen gut Deutsch. Ich gut Deutsch machen, ne? Der Keller ist ja schon fertig eigentlich? Halber drei Viertel. Halber drei Viertel. Und das ist ein Garten von mir. Du wolltest von mir ein, ne? Nee, eigentlich wollte ich von Jack in Pflanzhaus. Ach so. Dann, was mache ich eigentlich noch hier? Tschüss. Wir haben gesagt, bauen tut ihr. Ich hab geschockt das Zeug dann dabei. Mein Gott, ich wäre fast ersoffen. Holzlatte. So, ich brauche hier meinen Helm. Holzlatte. Bin ich unter Wasser. Ja, aber das passt dann schon. Ja, schön. Hier noch ein bisschen. So. Was aus der Hand legen, damit ich tauchen kann. Oh, hi, ich bin Roboter. Tada. Amazing. Amazing. Was? Stahlschraubenschlüssel. Ich jetzt nicht. 30 mm Kugel. Die brauchst du nicht. Er schwelle ja aber. Nein, die sind für die Geschütztürme. Nicht abgebaut. Aber ich hab die auch lecker. Wo bauen wir jetzt die Wände des Gewächshauses? Ja, da habe ich dir ja vorhin gesagt. Ja? Das hätte ich dir gerade da draußen am Balkon erklärt, ne? Mit was? Also, ich würde sie nur aus die Wände zumindest mal zwei hoch, hast du gesagt, wegen der Lampe, sonst geht's nicht hin. Ja, ich würde aber dann machen wir das nur zwei hoch. Zwei hoch. Und die Wände und dann praktisch wir die aus? Nur aus Glas, aus Fenster. Mir ist okay. Zu heiß. Oh Gott. Da kommt von dem Scheiß. Hi, ist Ihr bist so heiß. Ach, schmerz rein. Okay, alles gut. Wir hören bald auf. Niemals, oh, Andy, niemals. Auch hier. Oh Gott, ist das heiß. Oh mein Gott. Jetzt sind wir überhaupt so heiß. Ist da noch irgendwo Betonblöcke drin? Oh ja, ist so heiß. Nö. Wifty, hast du alle 100 Betonblöcke verbraten? Nein, die habe ich noch alle auf Tasche. Ja, was machst du mit Betonblöcken da oben? Weil ich habe die gerade auf Tasche, weil ich im Keller war und dann hier hochgegangen bin, haben Gewächshaus gemacht. So, ich guck jetzt Ronny an und weiß. Ich hol mir, wo sind denn die? Gib mir mal die Betonblöcke. Und ich habe so einen gewissen Phantom. Hier, hallo. Ja, droppen. Wo haben wir so denn? Robsi. Ach, du guckst da schon rein. Da sind die Waffen für dich drin, Ronny. Ja, so habe ich eigentlich auf V gedrückt. Drum. Alles. Dankeschön. Es wäre jetzt so leicht, ne? Es wäre jetzt so leicht. Was? Achso, ich wollte brauche noch ein bisschen Sprit, weil ich habe keinen Biotreibstoff mehr. Was macht ihr denn hier eigentlich? Die flirten hier. Ja, echt jetzt? Was? Habt ihr echt keine Arbeit? Arbeit! Arbeit an dir! So, Betonblöcke. Ich habe nur noch 18. Also wenn du deine nicht mehr brauchst, ich hätte die gerne im Keller. So, ich bin wieder bei meiner Homebase und zwar im Keller. Ach, jetzt bist du wieder im Keller. Das wollte ich jetzt gerade machen. Achso, weil du hast doch das mit den Fenstern drauf, oder kann ich die auch machen? Kannst du auch machen, glaube ich, die normalen. Ich habe noch nie Fenster gemacht. Oh! Kannst du auch machen. Bohrer ist leer. Hier sind 8 Fensterblöcke L drin noch in dem Ding. Hier. Soll ich die hier hochbringen? Ich bin noch gerade unten. Er ist noch unten. Er ist gerade unten. Herrgott, ist da ein Stress. So, jetzt bin ich hier. In dem vorderen. In dem vorderen drin. Oh mein Gott, in dem vorderen. Immer im vorderen. Im vorderen. So. Das sieht gut aus. Der Bohrer von Ronny war jetzt so sichtlich an deinem Arsch. Hä, was? Ronny wollte mich gerade von hinten aufspießen. Nee, der wollte ja gerade den Bohrer in den Hintern schießen. Ich dachte, wie wollte ich das so? Ja. Pistole und so, das ist auch alles noch dir, Ronny. Ja, ich muss schnell was sagen. Also fliegt im Keller eine Pusteblume rum. Ja, hab ich eben gerade gesagt, das ist total geil. Okay, hier ist Wasser, das sind auch eine Dinge, die gesagt wurden. Okay. Das ist ein Problem. Kann da runtertauchen, ist ja geil. Wieso kann man Fenster nicht über Eck platzieren?
ne? Wenn ich weiß. Ach, also scheiße, ihr sollt gar nichts hin. Ich, ich brauche mal Munition für, wie heißt die, fürs Multiwerkzeug. Ja. Ist noch was da? Du hast doch schon, du hast doch 44. Was? Das ist nee. Für das Multifunktionszeug. Nee. 44 Dinger da. Ja? Ja. Oh, Multiladung. Okay. Okay. Hat die ganze Tasche voll und will noch mehr haben, ne? Ja, natürlich. Nichts kommt ja nichts. Halt so. Das alles und noch viel mehr. So, jetzt mal alles nachladen hier. Ja, wir wissen, du leid, du tust nachladen, ja. Ja. Das Betonblock brauche ich gar nicht. Ich brauche Stahlblöcke. Vor allen Dingen harte Stahlblöcke. Schatzi kommt heute nach Hause. Das erste, was Luna macht, ist ihn anknurren. Ja. Typisch Frau, ne? Der Schwein, du kommst hier nicht rein. Man gewöhnt sich noch zur Zeit, genau. So, oh. Ah. Ja. Oh, oh, mit V kann ich die Perspektive wechseln. Aha. Habe ich dir doch nicht gesagt? Aha. Cool. Ja, gerade so, ne? Kobalterz, hat das hier irgendwo in der Nähe? Nein, das brauchen wir aber ganz dringend. Ja, brauchen wir. Mhm. Kobalt brauchen wir echt. Wozu brauchen wir es ganz dringend? Ich brauche das, ich weiß nicht mehr genau für was ich das brauche, aber irgendwas brauchen wir das für die als Kobaltlackierung. Das sind wie die Schuhe in Flieder, ich habe keine, ich brauche sie. Aber wenn ich jetzt wüsste, für was das war. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3, 4. Ein bisschen an Entropia, aber Entropia hat eine schönere Landschaft. Ja, das ist irgendwie so ein trostloser Planet. Ja, so ein, weiß ich nicht. Ah, Planeten werden wir auch noch besuchen. Ja, ja, wir genau. Wir sehen noch andere Landschaften, das wird aber nicht die einzige sein. Aber erst, wenn wir mit dem Keller fertig sind. Leute, es wird noch so viel kommen in diesem Let's Play. Es wird, ja. Das können, ich bin ja erst heute drauf gekommen, wie riesig das die Sternmap in Wirklichkeit ist. Wir können nämlich. Ja, genau. Wir alle kommen. Nur Jackie nicht, die darf nicht. Ja, Swifty kommt vielleicht heute, ja. Was? Aber ich bin doch schon da. Okay, dann nicht. Wie nicht? Was? Du gibst einfach so auf? Nein. Aber nein. Ach, verdammter Trick. Das war jetzt nicht darauf bezogen. Ja, das sagt er jetzt. Mein das Ding hier nicht platziert bekommen. Ja. That's what she said. Das hat jetzt wirklich, ne? Dein Ding hat nicht platzieren mein Ding können. Platziert. So. Hier noch ein Schweinchen. Ich bin so ein bisschen dezent müde. Okay. Keine Müdigkeit vortäuschen. Ja, du hast Nickerchen gemacht, ich konnte ja nicht, ne? Wann hast du Nickerchen gemacht? Ich konnte ja nicht. Der ist nach Hause gekommen, hat erstmal geduscht und hat ein Nickerchen gemacht. Was? Ja, ich war so am Arsch, dass ich die Augen nicht mehr aufhalten konnte. Okay. Also, ich lege dich hin, weil wir streamen ja nur bis 10 Uhr. Ja, genau, so wie letztes Mal. Also bis halb 12 geht's heute mindestens. Ich soll dir mal eine drüber schlagen. Du hast zwei Chats offen und liest keinen. Wer, ich? Ja. Wow, what the fuck, sorry. Oh, das war schlecht. Oh, sorry. Klar, da könnte man schon bald bei dir noch zwei, drei, was? Okay. Und wer ist dieser Danny? Das ist Swifty, den anderen gibt's hier nicht. El Bamo. Wer ist El Bamo? Wer ist El Bamo? Der hat Danny gesagt. Nein, das ist nicht böse gemeint. El Bamo hat gesagt, also müsste er irgendwie ihn ja kennen. Das ist irgendwie, sorry. Der war so vertieft mit seinem Ding. Ja, sorry, ich bin hier am Bauen. Das ist gar mal was überlesen. Ey, ihr kennt mich doch. Ja. Er ist mit seinem Ding am Bauen. Was? Ja, ich baue gerade mein Ding hier durch. Ne? Zieh dein Ding durch. Jetzt müsst ihr nur wissen, wer El Bamo ist. Genau, ich wüsste gerne, wer El Bamo ist und wer dieser Danny ist. Ja, so, bist du und woher kommst du? Danny kenne ich nicht. Nee, mein Name steht sogar unter meiner Cam drunter. Warte, das ist mal klar. Da gibt es doch bei Twitch so eine Vorstufe vor Partnerschaft. Ja. Dann könnte man schon mal bei dir subben. Aha.
Okay, also es gibt bei Twitch eine Vorstufe von Partnerschaft. Wie gesagt, mit Twitch habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt. Ja, würde ich auch nicht machen, wenn ich ehrlich bin, Swifty, weil wenn du auf Twitch Partner bist, darfst du laut Verträgen auf keinen anderen Plattformen mehr streamen. Ja, okay. Das Problem hat man ja schon gehabt. Ja. Okay. Dann musst du absolut aufpassen, was da drin steht. Nix. Ich meine, nix mit Ding. Nö. Okay. Nix mit Ding. Ja, verpeilt bin ich schon am Ende, das ist normal. Also wenn man hier so viel gerade so am Start hat, ne, weißt du so, an Bauoptionen, dann ist man ein bisschen verpeilt. Es tut mir sehr leid. Aber nur ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Aber ich kann fehlen. Daher, sorry, nicht böse sein. Das ist nicht böse gemeint, wenn ich nicht auf den Chat achte. Und oh, Major zockt Imperium. Sowas aber auch. Da haben wir was angefangen. So. Könnte sein, dass die Base gerade keinen Strom mehr hat. Was hast du getan? Wieso? Warum? Warum hast du das getan? Wieso, weshalb, warum? Du die Tanks aber umstellen bist, ne? Weil ich, ja, natürlich. Er baut wieder um. Wenn wir nach Hause kommen, dann weiß wieder keiner mehr, wo hinten und vorne ist. Oh, das könnte bei mir der Fall sein. Hinten und vorne ist ja auch kein Problem. Hinten und vorne. Ansichtssache. So, alles klar. Zerstört. So. Huch. Wann wurde es eigentlich geschrieben? Mit der also bei mir wurde es 20.31 Uhr geschrieben. Okay. Also vor ein paar Minuten. Habt ihr ein Angebot? 20.26 Uhr wurde es geschrieben bei mir. Habt ihr ein Angebot für eine Partnerschaft oder was? Nö, es gibt eine Vorstufe der Partnerschaft bei Twitch. Ich glaube, die kann jeder machen. Okay. Ich komme nicht in die Basis rein. Ja, weil kein Saft da ist. Weil ich sie kaputt gemacht habe, das ist meine Basis. Funkt ja ein anderer. Ja, genau. Das ist meine eigene. Es funktioniert, nichts mehr. Es ist kein Licht mehr an, es ist nichts mehr da. Ja, ist alles kaputt, hast du schön gemacht. Ja? Du kommst die Tür nicht mehr rein. Kannst du nicht F drücken? Schatz, du musst F drücken. F. Ah, F. Ah, steht doch. Hi, Yoshi. F. Ja, kann jeder machen. Wie gesagt, die Vorstufe der Partnerschaft von Twitch kann jeder machen. Schreibt gerade Elbamo. Elbamo, woher kennen wir uns, dass du weißt, wer dieser andere Typ ist? Der mit woher der eine kennst Lüfte du uns? Ich komme ja nicht dran zu machen. Von eBay, ne? eBay. Damit lag ich heute schon mal falsch. Das möchte ich nicht riskieren. Das war Amazon. So. Wo ist der Rashid unter? Genau, und? Na, geht's jetzt? Nee. Nee? Okay. Nee. Weil die das sein können. Er hat alles zerstört. Ich dachte, ich kann dann mal meine Prime-Subs sinnvoll loswerden. Ach so. Ja. Und immer noch nicht verraten, wer es ist. Nö, das ist ein Geheimnis. Was? Wir würden es auch nicht vorlesen. Ein Geheimnis. Und wenn, dann kann das bei mir reinschreiben, bei mir kann mir echt keiner was lesen, außer die halt in dem Chat drin sind, weil mein Chat ist mir echt ausgeblendet für den Stream. Ja, ich hab Nein. Definitiv nicht. Ich mach den nicht mehr rein. Nö. Ricky hat da schlechte Erfahrungen. Ja. Schlechtes Karma. Da und? Power on! Einige gemeint. Oh, guck mal, es geht wieder. Hallo! Ja, nicht nur einige. Also, das Hallo. War. Einige schlechte Erfahrungen. Das war. Schon dreist. Das war heftig. Wieso kann ich das nicht. Ich kann es nicht verkleiden. Es geht nicht schön. Egal. Was kannst du nicht verkleiden? Ich bin ja gerade hier draußen und wollte hier eine Textur an die Rundung dran machen und es geht nicht. Also da denke ich mir, komm, deck mich doch. Nein! Speckless ist auch über Twitch. Ich bin hier noch. Ja, sorry, dachte, K, wie ich auf den Namen komme, dachte, du siehst aus wie einer, so wie die meisten aussehen wie ein Horst. Verstehst du? Hahaha, okay, alles klar. Okay. Ich komme immer noch nicht in die Scheißtür rein. Was? Das Spiel ist wesentlich entspannter als Akia ja, im Moment. Du warst nicht da, wo die Drohnen kamen oder die Aliens, die mich überfallen haben. Und die dann sterben musste. Warte mal, nochmal. Keine Automatiktür. Ich hab alle gefunden. Verdammt, nee, ich hab den Kern neu gesetzt. Ich glaube, ich muss den freigeben für euch. Was hast du getan? Ich hab den Kern neu gesetzt. Der ist noch nicht konfiguriert für euch. Ich hab mehrere Algen gefunden.
gefunden? Also ich, kann man das markieren? Schau mir das mal an, wegen dem Twitch Prime-Gedöns. Ich brauche auch noch so Mod-Gedöns für Twitch und so weiter und so fort. Und daher, ich werde mich nochmal mit Twitch auseinandersetzen und dann kann man das sinnvoll einsetzen. Jetzt müsste es wieder alles normal laufen. Okay.